Sie wirbelt durch den deutschen Südwesten. Die Choreografin Nanine Linning. Jetzt hatte ihr Tanzstück Dusk Premiere am Theater Heidelberg. Danach verlässt sie das Haus. Höchste Zeit also für ein Abschiedsporträt. Yeah, let's do that. Man braucht immer ein Suspense, ein Gefühl von etwas is about to happen. Ich glaube, im Leben ist da keine Schönheit, ohne dass es auch weh tut. Wappa! Ja. Go, 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 and wah! Sieht zierlich aus, ist aber ein Kraftpaket. Nanine Linning, 40 Jahre alt, gebürtige Niederländerin, Choreografin. Seit Kindertagen. Ich habe natürlich auch getanzt zusammen mit meiner Schwester und immer kleine Vorstellungen gegeben für meine Eltern. Und so ist es langsam gewachsen. In ihrer neuesten Choreografie, Dusk, Dämmerung, geht es wie fast immer bei ihr um Existenzielles, um Leben und Tod. Wer kennt das nicht, diesen Hunger auf Leben? Nanine Linning choreografiert ein Energiefeld. Wie aufgeladene Kupferspäne pulsiert ihre Kompanie über die Bühne. Ist dieses Moment, wo Tag in Nacht wechselt und eigentlich eine Metapher ist für ein Leben, was so langsam aufhört. Dieses langsam Auflösen, das Verschwinden. So, es fängt an mit dieser riesigen Lebensenergie, dieser Drive, dieser Lust for Life. And there I miss the aggression, guys, in, or the speed. Sort of like a... Wow. Lust auf Leben. Das will sie auch ihrer jungen Truppe vermitteln. 12 Tänzer, 12 Charaktere, extremer Körpereinsatz. Deine Bewegungen enden nie da, wo deine Arme aufhören. Es muss darüber hinausgehen. Nanine liebt es, wenn der Körper an seine Grenzen geht. Sie hasst schlappe Bewegungen. Sie liebt Kurven. Diese Armbewegungen, die wie Klauen von oben nach unten greifen. From above down. And she gives us the freedom to suggest. Nanine ist offen für Vorschläge und behandelt uns nicht, als ob wir nur bezahlte Körper wären. Just hired bodies. In Dusk ist derweil der Kreislauf des Lebens vorangeschritten. Die Energie der Jugend schrittweise verpufft. Das nahende Alter wird in nervösen Kleingruppen bewältigt. Irgendwie. Da kommt eine Reihe von Abschiedsmomenten in mein Leben. Mein Leben ist nicht mehr unbegrenzt. Meine Energie ist nicht mehr unbegrenzt. Ich bin nicht unsterblich. So langsam kommen die Gedanken, dass man realisiert, okay, warte, das ist nicht für immer. Bevor sie uns auf die Reise in den Tod mitnimmt, feiern wir aber noch einmal kurz ihr Choreografenleben in Heidelberg. Tolle Inszenierungen, allesamt. Und immer wieder lässt sie sich von der Kunstgeschichte inspirieren. Etwa wenn sie die deformierten Körper des Malers Francis Bacon in Tanz umsetzt. Malerei ist natürlich eine wunderbare Bilderwelt, wo man sehr viel träumen kann, was ist los, was passiert auf diesem Moment, dieses Bild, die ein Maler gefangen hat im Zeit. Was wäre es, wenn das bewegen könnte? Auch Hieronymus Bosch hat ihre Neugier gekitzelt. Seine grotesken Gewaltfantasien choreografiert sie zu einem Gesamtkunstwerk, durchaus mit politischen Bezügen.
Es geht um mein Fraubild, mein Menschbild, mein Planet, die Ökologie, die, alles, was wir jetzt erleben, jeder Krieg, ist präsent in mein Leben und mein Leben ist völlig präsent in meiner Arbeit. In Dusk ist ihr Leben so präsent wie nie. Ihr persönlichstes Stück, sagt sie. Und choreografiert das Ende, den nahenden Tod, als ein letztes Aufbäumen. Traurig schöne Soli. In meinem Leben im Moment bin ich in einem Prozess mit jemandem, der stirbt. Und diese Person habe ich so lieb. Dusk ist also auch ein Stück persönlicher Trauerarbeit. Ende der Spielzeit wird Nanine Linning das Theater Heidelberg verlassen. Wie schade. Ich glaube, es wäre zu komfortabel, wenn ich einfach hier bleibe und das noch ein bisschen genieße. Ich bin tough, ich muss neue Wege gehen. Yes, and now big. That's it. If she can. Wo genau es hingeht, verrät sie noch nicht. London, Paris, mal sehen. Wap. Ja.